Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Pavlina. Herzlich willkommen bei Ja, Regenbogenkreis, dem Regenbogenkreis-Kanal. Und du bist gerade, so wie ich auch, Spiegel-Bestseller-Autorin geworden und hast mit dem Buch Lichtbotschaften von den Plejaden, ne? Genau, Wunderbar. mit dem 8. Band. Sehr schön. Also hast schon 8 Bände geschrieben. Oder? 8 Bänder und ja, Kartensets. Ja, viele CDs und ja, ganze Palette, was von oben immer wieder kommt. Dann lasse ich halt einfach in die Wirklichkeit oder zur Materialisation dann kommen. Ja. Ja, sehr schön. Also herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das ist natürlich Schön. wirklich, wirklich besonders. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema Plejaden gekommen? Zu dem Thema Plejaden. Also ich glaube, dass ich selbst von den Plejaden komme, wie viele von uns, viele auf der Erde, die hier inkarniert sind. Also ich glaube, dass ich, oder ich bin überzeugt, dass ich Teil meiner plejadischen Seele in mir trage. Und auf diese Weise war ich eigentlich immer mit der Lichtwelt und auch mit den Plejaden in der Verbindung. Und als ich klein war, habe ich immer wieder draußen gespielt und immer zum Himmel geschaut. Und da habe ich gewusst, da ist irgendwie mehr, als wir immer in der Schule gelernt bekommen oder gesagt bekommen. Und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich immer wieder diese Kontakte mehr und mehr gepflegt habe. Ich habe erst mal mit den Verstorbenen angefangen zu kommunizieren. Dann haben sich die Engel und Erzengel und aufgestiegenen Meister gemeldet. Und als meine Frequenz ja, robust und stark war, dann haben sich auch die Plejaden dann gezielt gemeldet und haben angefangen, mit mir zu kommunizieren. Und das waren ganz gezielte Worte und sie haben wirklich gesagt, wir möchten jetzt durch dich wirken, wir möchten durch dich die Botschaften zu den Menschen bringen. Und das war ganz klare Ansage und dann habe ich das gemacht. Ja, schön. Und auf welche Weise kommen die Botschaften zu dir? Also ich spüre immer, dass die Plejada schon also wieder was übermitteln möchten. Und dann setze ich mich einfach und empfange durch Schreiben. Ich muss nicht in Trance gehen. Ich gehe einfach in meine Ruhe. Ich verbinde mich mit denen und in Dankbarkeit tue ich die Botschaften dann empfangen. Ich tue sie erstmal mit der Hand aufschreiben und erst dann tue ich sie eintippen. Und das ist dann immer so spannend, denn wenn ich die Botschaften eintippe, dann kommen manchmal noch von oben oder von denen noch Verbesserungsvorschläge oder sozusagen Updates, dass es dann richtig aktuell ist oder dass es wirklich stimmig ist. Ja, also es ist immer so lustig. Na, okay, sehr spannend. Und was sind so die aktuellen Botschaften, die aus den Plejaden zu dir kommen? Also die aktuellen Themen sind natürlich, was die globale Situation betrifft. Denn wir befinden uns zwar in sehr anspruchsvoller Zeit und in vielen Gebieten geschehen gerade ja so Situationen, über jetzt überall gesprochen wird, aber also neben uns entstehen auch unglaublich schöne Sachen. Also wir gehen sozusagen wunderbare Entwicklung, wie die Plejaden sagen. Wir sind wirklich in so einer lichtvollen Revolution, denn viele, viele Menschen erinnern sich gerade. Und gerade diese Erinnerung bringt noch mehr und mehr Licht zu der Erde. Und auf diese Weise nähern wir uns ja der lichtvollen Zukunft, auch wenn das jetzt gerade, wie ich gesagt habe, anspruchsvoll überall ist. Aber die Menschen, die sich ebenso entscheiden für die positive Zukunft oder für das positive Wirken hier auf der Erde, sind dann wirklich besonders stark geschützt von der Lichtwelt und sie fühlen und spüren diese Begleitung und wir sind dann wirklich nie mehr alleine. Wir waren auch nie alleine, aber wenn man sich entscheidet,
wenn man wirklich die Entscheidung trifft, okay, also ich werde jetzt mit der dunklen Vergangenheit abschließen, ich vergebe mir, was ich vielleicht erzeugt habe, ich vergebe allen anderen und ich entscheide mich jetzt, den Weg lichtvoll zu gehen und positiv zu gehen, dann kann jeder für sich wirklich aus dieser Situation aussteigen und sich so eigene neue Realität erschaffen. Wir Menschen sind wirklich Meister in der Manifestation, dann sagen die Player da immer wieder. Und die letzten Botschaften, die sagen immer wieder, also die Befreiung beginnt in uns, die Heilung beginnt in uns. Also jeder, da erfahren wir auch nichts Neues. Also die sagen schon seit Jahren, jeder sollte bei sich selbst anfangen. Wenn wir bei uns selbst anfangen, dann befreien wir auch die ganze Welt. Also wir müssen erstmal bei uns selbst schauen und dann übertragen wir diese Freiheit oder diese Heilung ja, auf die Familienmitglieder und so geht es weiter. Also jeder muss bei sich selbst anfangen, ja. Ja. Und was viele Menschen ja aktuell bewegt oder besorgt, ist ja diese aktuelle Situation. Ja, die, ne? Also zum Beispiel, dass Preise sich erhöhen, ne? dass eine Kriegsgefahr da zu sein scheint. Also viele negative Ereignisse. Und auch viele Menschen, die sich also auch energetisch belastet fühlen oder auch, oder auch aufgrund dieser Ereignisse Sorgen haben, Ängste haben, was ja auch menschlich ist, ne? Ja. Und was würden die Plejadier, also diesen Menschen raten, also wie sie also was jetzt zu erwarten ist oder auch wie sie halt mit dieser Situation eben umgehen können. Also die sagen immer wieder, dass wir gerade die karmische Situation oder Heilung der karmischen Situation der Menschheit erleben oder karmische Angelegenheit der Menschheit. Und sie sagen schon seit Jahren, bevor neue Systeme aufgebaut werden können, müssen wirklich viele alte Systeme zusammenbrechen. Also wir wissen, dass viele Systeme natürlich niedrig schwingend sind. Also auch die Geldenergie kann man auch positiv und negativ natürlich definieren. Und es wird jetzt mehr und mehr zu sehen, welche Systeme auf der negativen Geldenergie aufgebaut worden sind und welche auf der positiven. Also wenn man wirklich das Geld mit dem guten Gewissen und gute Absicht verdient, ist das natürlich was anderes. Und wir sehen jetzt überall auf der ganzen Welt, wie viele, viele Systeme jetzt zusammenbrechen. Und sie haben uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass diese Situation kommt. In der letzten Botschaft so haben die auch gesagt, also das Zusammenbrechen der Finanzsysteme wird auch höchstwahrscheinlich kommen. Denn aber im Hintergrund entstehen schon viele neue, was wir, die Öffentlichkeit, sage ich mal, was wir noch nicht wissen. Also die haben das also schon gesagt, die Plejade, also wenn welche alte Systeme brechen, warten schon Menschen auf, die warten praktisch darauf, jetzt endlich anzufangen, die neue Systeme zu erschaffen. Mhm. Die sagen, das geschieht sozusagen parallel. Das geschieht nebenbei. Also viele Menschen merken das gar nicht. Und plötzlich sind neue Firmen oder da oder neue Systeme oder neue Gesellschaften, die auf der Basis der höheres Bewusstsein dienen. Und sie sagen, wir sollten wirklich weiterhin vertrauen. Wir sollten wissen, wenn wir gut an die Lichtwelt angebunden sind, dann sind wir wirklich beschützt und wir befinden uns schon teilweise sozusagen mit einem Bein zumindest in der fünften Bewusstseinsdimension und in dieser Dimension ist mehr Licht. Und wer das schon
mal probiert hat oder wer mal schon in dieser Dimension war, zumindest teilweise oder kurzzeitig, dann kann bestätigen, dass da alles leichter ist. Und nochmal zurück zu der Situation. Es ist da tatsächlich so, wie ich gesagt habe, es entsteht jetzt wirklich viel Neues. Die haben auch in dem Buch 8 auch gleich so angefangen, weil viele Menschen erwarten, dass zum Beispiel jetzt auch die Wahrheit kommt. Also die wird so präsentiert wie auf dem goldenen Tablett. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also die sagen, wir bekommen eigentlich die Beweise oder die Wahrheiten jeden Tag. Die sagen, wenn wir uns wirklich fokussieren auf diese auch Kleinigkeiten, dann würden wir schon feststellen können, dass die Wahrheit schon überall auf uns wartet oder sich zeigt. Denn sie sagen, wir sollen nicht vergessen, dass die Wahrheit wirklich so göttliche Kraft ist, also göttliche reinste Frequenz. Und die Wahrheit, die kann man einfach nicht lange verstecken. Also dieses Spiel geht, das wird lange nicht gehen. Dieses Jahr haben sie auch als Jahr der Wahrheit genannt. Und sie sagen, die Lüge, die muss man immer wieder sozusagen ernähren, die Frequenz der Lüge immer wieder ernähren, sodass sie leben kann, weil die nicht vom Gott kommt, also die hat nicht eigenständige Kraft. Und sie sagen weiterhin, die Wahrheit wird siegen. Und sie sagen auch weiterhin, also der Aufstieg ist wirklich nicht mehr zum Vermeiden. Also wir werden aufsteigen. Das ist wirklich schon ohne Frage. Auch die energetischen Prozesse hier auf der Erde, die zeigen uns auch ganz klar, jetzt zum Beispiel seit Ostern, jetzt haben wir kurz nach Ostern, wir haben in den Ostertagen wieder die nächste Welle von dem kosmischen Christuslicht bekommen. Also diese Kraft strömt zu uns schon seit 2016 und sie verstärkt sich immer wieder. Und jetzt diese Welle an Ostern hat wieder so unglaublich große Kraft mit sich gebracht. Und sie haben gesagt, es stimmt, dass diese Kraft noch mehr Reinheit und Klarheit bringt. Also ich glaube, wir können uns wirklich noch darauf vorbereiten, dass noch wirklich mehr Reinigung stattfinden wird als jetzt. Aber wenn wir das wirklich aus der höheren Perspektive sehen, wenn wir das aus der Perspektive sehen, dass wir uns dafür selbst entschieden haben, zu der Erde zu kommen, um hier zu wirken, dann können wir das vielleicht besser verstehen und wir kommen mit dieser ganzen Situation besser klar. So würde ich es erklären oder definieren. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es wird wirklich noch einige, es wird noch so einiges geschehen, was Reinigung betrifft. Denn die sagen, das wird jetzt nicht, weil wenn ich noch zurückdenke vor 2 Jahren, wo diese ganze Geschichte angefangen hat. Dann haben viele von uns, viele haben wir gedacht, okay, das wird in ein paar Monaten vorbei und dann kommt die Wahrheit raus und dann wird hier alles neu. Aber sie haben immer wieder gesagt, so schnell wird das nicht gehen. Die Manipulation auf der Erde war jetzt wirklich tausende von Jahren und wir befreien uns nach fast 6000 Jahren jetzt als Menschheit von dieser karmischen Angelegenheit und das wird jetzt nicht innerhalb paar Wochen geschehen, aber ich bin überzeugt, dass die nächsten Jahre noch wirklich viel Reinigung bringen. Aber wenn die Prognosen stimmen, dann 2030, 31 sollten alle Systeme schon oder fast alle Systeme schon stehen, was auch die freie Energie betrifft, die ganzen Technologien und worauf wir eigentlich schon so sehnsüchtig drauf warten, gell? Ja, sehr spannend. Ich bin ja mit sehr, sehr vielen Menschen im Austausch, die auch eben sehr genau beobachten, was so, ne, was so genau passiert und versuchen auch hinter die Kulissen zu schauen. Und ich spreche auch immer wieder mit Menschen, die halt sagen,
Ich sehe das ja also wirklich ganz, ganz ähnlich wie du, oder die Informationen, die ich bekomme, sind sehr ähnlich wie die du eben gerade geteilt hast. Und dann gibt es eben auch Freunde und Bekannte, die sagen, ja, aber jetzt schau dich doch mal um, ne? Also wie viele Menschen sind denn wirklich positiv unterwegs oder haben dieses Vertrauen? Und wie viele Menschen einfach in deinem Bekanntenkreis, ne, oder wenn man jetzt in den Supermarkt geht und wie viele haben trotzdem noch Maske, obwohl keine Maskenpflicht mehr besteht und so, ne? Also dann kommt halt immer wieder so dieses, dass sie sagen, ja, die Masse, die ist ja noch total in diesem alten System drinne und die ist ja noch gar nicht aufgewacht und die will möglicherweise auch gar nicht aufwachen. Wie siehst du das denn? Ja, also dazu kann ich zum Beispiel sagen, was auch in der letzten Botschaft die Plejaden mitgeteilt haben. Denn es geschieht gerade die energetische Reinigung der Innererde, weil wir wissen auch, dass viele Außerirdischen, die Dunklen, die haben tatsächlich die Erde schon verlassen, die in der Erde im Erdinneren waren. Und die Plejada mit vielen anderen und auch mit vielen Menschen, die dafür zuständig sind, tun jetzt die Innererde energetisch reinigen. Und sie sagen, wenn dann diese Reinigung beendet wird, dann gehen wir mit unseren Technologien an die Oberfläche und wir werden dann die Felder der Manipulation auch reinigen. Und das heißt konkret, oder ich kann mir das so gut vorstellen, wenn diese Felder der Manipulation dann transformiert werden, dann werden viele Menschen wie aus einem Albtraum aufwachen und sagen, oder sie werden dann nicht mehr verstehen, vielleicht, wieso sie jetzt so die 2 Jahre so gehandelt haben oder gedacht haben, denn sie werden von diesen Feldern so abgetrennt. Und das wäre wirklich für die Menschheit unglaublich starke Erleichterung und Hilfe, weil ich habe mir das Gleiche auch gedacht. Ich habe gedacht, wie kann das gehen, wenn da so viele, wenn man halt zum Supermarkt geht und du siehst, dass die Menschen eigentlich nicht so viel verstanden haben. Natürlich, ich respektiere das. Wenn die Menschen weiterhin die Masken tragen möchten, klar, manche sind auch vielleicht krank, dann möchten sie sich schützen, okay. Aber ich habe mir das auch gedacht, wie soll sich das hier dann innerhalb jetzt der kurzen Zeit ändern? Und ich kann mir gut vorstellen, dass auf diese Weise, durch diese energetische Reinigung und vielleicht auch durch diese ganze kosmische Frequenzen, die zu uns strömen, kann eben so zu dieser ja, so Abtrennung von diesen Feldern passieren oder kommen. Ja, und viele Menschen sind halt so, dass sie einfach entschieden haben, diesen Weg zu gehen oder halt die Entwicklung, die sie jetzt gerade machen, zu gehen. Also viele Menschen oder jeder Mensch hat eine andere Entwicklung und wir müssen auch akzeptieren, dass nicht alle Menschen natürlich erwachen. Und wir sehen auch leider, dass viele Menschen diese hohen Frequenzen gar nicht aushalten, körperlich, denn in die höheren Bewusstseinsdimensionen kann man wirklich gehen, wenn man wirklich rein denkt, wenn man reine Emotionen hat, vor allem reines Denken. Und die Materie tut sich gerade vorbereiten auf diesen Übergang. Und viele Menschen haben das gar nicht geplant, also sie gehen nicht mit. Also viele Menschen haben auch eingeplant, dass die vielleicht hier so noch kurze Zeit auf der Erde leben werden, aber sie gehen nicht mit. Also das müssen wir auch akzeptieren. Ja. Okay, das heißt also, diese neue Zeit oder eine neue Welt oder auch das goldene Zeitalter, wie es oft genannt wird, das werden nicht alle erleben, die jetzt auf der Erde sind, oder? Ich glaube nicht, dass das nicht alle, ja. Ich Hm. habe auch jetzt mich gerade letzte Woche mit den Playern dann wieder kurz
unterhalten, weil ich wollte wissen, ich wollte als Mensch wissen, weil viele Menschen haben mich auch gefragt, ja, wie ist es dann, wenn wir dann in die höheren Dimensionen gehen? Wie, das ist genau das, was du gesagt hast, ja, wenn man dann zum Supermarkt geht und man sieht weiterhin, dass die Menschen in dieser alten in dem alten Denken oder Schwingung sind, in der Schwingung, und die haben gesagt, das wird sich trennen. Also das wird sich wirklich dimensional trennen. Und wir werden dann eines Tages da in den höheren Bewusstseinsdimensionen, und vielleicht werden wir uns auch gar nicht daran erinnern, dass wir in der dritten Mal gelebt haben. Vielleicht werden wir uns, wir zwei, gar nicht an dieses Gespräch mehr erinnern. Vielleicht treffen wir uns dann irgendwo mal ebenso in der anderen Welt. Und sie haben gesagt, die dritte Dimension, sie wird hier weiterhin für die Menschen oder für die menschlichen Seelen, die halt noch die Entwicklung brauchen, und sie haben immer noch die Möglichkeit, dann zu dieser dritten Dimension zu inkarnieren. Also es klingt immer noch so ein bisschen verrückt, aber die sagen, das wird sich tatsächlich trennen. Also die Erde wird sich dann, oder die Dimensionen werden sich tatsächlich trennen, und diese dritte Dimension wird sozusagen wie eine Illusion. Und sie haben das nämlich schon mehrmals in den Büchern gesagt, wir leben in so einer Illusion. Wir leben in der Illusion. Und die haben jetzt nochmal bestätigt, dass die dritte dann wie eine Illusion hier auch bleibt oder halt irgendwo. Die sagen, die wird praktisch nur das wird so Raumzeitverschiebung. Genauso wie wir die Ahnen nicht immer wieder sehen können, aber da sind. Die haben gesagt, dass wir dann wirklich in dieser neuen Dimension sind, und viele Menschen werden für uns gar nicht zu sehen. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich habe das tatsächlich auch schon vor, also ich weiß nicht mehr wie lange, bekomme ja auch Botschaften aus der geistigen Welt, auch schon wirklich sehr, sehr lange, obwohl ich das bisher noch nicht so stark in die Öffentlichkeit gebracht habe. Mhm. Aber das mit dieser Trennung der Dimensionen, das habe ich vor vielen Jahren auch schon bekommen. Ja. Also dass die wirklich diese Welten sich trennen, ne? Und dass eben auf der gleichen Erde auf unterschiedlichen Frequenzen. Die wirklich, ne? Nur Zeitraumverschiebung. Genau. Ja. Also dass praktisch an dem gleichen Ort, aber in unterschiedlichen Dimensionen dann die Menschen entsprechend ihres Bewusstseins eben leben. Ne? Weil es ist ja, und ich finde auch gerade so in den letzten Jahren war das ja auch sehr, sehr stark erlebbar und spürbar, dass eben die Menschen, die sich halt für diesen, sag ich mal, für diesen geistig-göttlichen Weg entschieden haben, ne? Wo es um Werte geht wie Reinheit, Wahrheit, bedingungslose Liebe, Dankbarkeit, Verbundenheit, dass die halt sich mit dieser reinen Beschäftigung mit materiellen Dingen einfach nicht mehr beschäftigen wollen und auch gar nicht mehr können. Und während eben viele Menschen, die einfach wirklich komplett in dieser materiellen Welt leben, also wirklich nur an das glauben, was sie mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen können, und alles andere halt einfach dafür nicht offen sind, die können sich wiederum eben mit diesen göttlichen Energien nicht wirklich verbinden. Ne? Und so hat es gerade ja auch gerade in den letzten Jahren so eine ganz starke, auch eine gefühlte Trennung schon gegeben, dass also einfach man eher... Oder Menschen, die jetzt sich mit diesem spirituellen Weg gehen, sich halt lieber mit anderen verbinden, die auch diesen spirituellen Weg gehen. Und einfach mit dieser reinen, dieser Anbetung der Materie einfach nichts mehr anfangen können. Weil ist einfach für uns halt wirklich, da ist ja nichts Nährendes oder Interessantes oder Belebendes dabei. Ja. Ne? Weil sie das noch brauchen, genau. Genau, ja. Ja, und das erleben wir ja schon, dass da wirklich schon eine Trennung stattfindet. Ne? Ja, genau, weil wir begegnen auch diese Menschen nicht mehr. Also viele Menschen sind sozusagen dann irgendwie doch verschwunden, gell? Aber ich habe noch vorher, ich wollte noch vorher sagen, dass ich habe mir das nämlich so für mich noch zusammengefasst,
Denn wenn wir dann tatsächlich in die, oder wir werden dann aussteigen, aber wenn wir da sind, dann werden wir das vielleicht tatsächlich oder das Leben vorher vielleicht vergessen oder wir werden nur die schönen Erinnerungen vielleicht beibehalten. Denn unsere Zeitlinie oder die Zeitlinie der Menschheit wurde doch auch so oft mal manipuliert. Und viele Menschen können sich auch nicht mehr erinnern, was vorher war. Also diese Unterbrechung der Zeitlinie und die Einspeicherung der bestimmten Erinnerungen in unsere Systeme, die waren öfters da in unserer Geschichte, in unserer menschlichen Geschichte. Und wir können uns auch nicht an alles erinnern, wie das war. Plötzlich stehen wir hier. Und vielleicht wird es dann auch so sein, kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass wir dann plötzlich wirklich in der anderen Dimension sind und wir erinnern uns an das, was wir jetzt gerade, diesen Albtraum oder das Wahnsinn, was wir gerade erleben. Vielleicht werden wir das gar nicht mehr wissen. Und und auch spannend, wie du sagst, also man begegnet diese Menschen meistens nicht mehr. Und im Gegenteil, wenn man eben so die gleich, die Menschen, die gleich denken oder gleich schwingen, da fühlen wir uns sofort die Kraft. Gell? Also wenn man sich begegnet, auch wenn man sich vielleicht nur trifft, ganz kurz oder telefoniert, dann kann man sofort die Kraft und das Licht wirklich spüren und erhören. Also wenn wir vielleicht nur kurz telefonieren, dann das Licht multipliziert sich und wir spüren dann sofortige Kraft. Also das wird uns wirklich dann nähern und stark machen, positiv stark. Genau, also ich erlebe das auch gerade so in den letzten Jahren, also oder in den letzten 2 Jahren vielleicht, ne? Also so ganz deutlich, dass ich halt Menschen treffe und sofort weiß, also wie sie sind, also das sofort fühle, wie sie sind. Ja. Und wir sofort, also ohne eine Einleitung in ganz tiefe Gespräche eintauchen können und einfach sofort einfach wissen, wo wir stehen. Also wir wissen, es braucht gar kein Vorgespräch oder gar kein sich kennenlernen, weil das Erkennen sofort da ist. Das ist auch wirklich total spannend. Das habe ich so häufig erlebt in der letzten Zeit. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch so. Ja, ne? Genau. Und die Seelen, die begegnen sich halt wieder. Gell? Also das Licht der Seele oder den Seelen, also wenn dann wirklich, das zieht wirklich an. Also man kann auch, ich weiß nicht, ob du das in der letzten oder vorletzten Botschaft gelesen hast, also im Dezember 2021 ist so Aktivierung unserer Seelenanteile in uns, also ist geschehen, also die Aktivierung der außerirdischen Seelenanteile in uns. Und diese Aktivierung hat das Licht in uns noch mehr verstärkt. Und die Plejada haben auch so schön gesagt, das Licht wird uns anziehen, wir können uns nicht mehr verwählen, oder wie sagt man das in Deutsch? Genau, also wir werden uns wirklich anziehen, das Licht wird uns wirklich anziehen, wir können uns nicht verfehlen, genau. Achso, okay. Oder, ja. Ja, stimmt, ja, beides, ne? Und diese Menschen, die sich dann halt begegnen, können dann ebenso, das sind die Menschen vielleicht, die dann halt auch die neuen Systeme aufbauen und so weiter, die sich dann wirklich zusammentun. Also die gleichschwingende Frequenz wird uns anziehen und es werden nicht sich, wie wir gesagt haben, nicht alle Menschen erinnern auf der ganzen Erde und sie müssen sich auch nicht alle erinnern. Also, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hattest vorhin gesagt, dass die unterirdischen Plätze oder Kanäle oder wie auch immer man sie nennen möchte, ne? Oder Gänge, ich weiß nicht, wie man das, oder es wird ja teilweise auch als Dumps bezeichnet. Und Städte. Genau, dass die eben schon befreit sind. Würde das bedeuten, dass diese, zum Beispiel die politischen Mächte, ne, die ja noch
aktuell noch eben gegen das Leben arbeiten, dass denen also einfach, dass die abgeschnitten sind von der von den Führern, die sie vorher hatten? Oder wie würdest du dir das erklären? Also ich würde sagen, dass da schon viel negative Macht verloren gegangen ist. Und das waren wirklich so riesige Objekte unter der Erde. Und die Plejade haben schon immer wieder gesagt, erstmal muss die Reinigung und anschließend dann energetische Reinigung der Innererde geschehen. Und erst dann wird die Reinigung der Oberfläche stattfinden. Und das ist genau jetzt die Phase, wo wir uns befinden. Also das geschieht wirklich genauso, wie Sie das auch immer wieder gesagt haben. Erstmal im Erdinneren und dann wird die Reinigung an die Oberfläche gelangen. Also ja, deswegen sehen wir das, was wir gerade sehen. Und ja, das sind auch meiner Meinung nach noch viele Reinigungsprozesse, die jetzt noch stattfinden. Und ist für dich ein Reinigungsprozess so etwas wie, dass eben bestimmte Dinge öffentlich werden oder bekannt werden oder ins Bewusstsein gelangen, die halt vorher noch verborgen waren? Ja, ich glaube schon. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch die Raumschiffe bald noch mehr zu sehen werden. Also es gibt jetzt immer wieder auch viele Videos, was man eigentlich alles sehen kann auf dem Himmel, welche Flugobjekte und so weiter. Und ich glaube, dass eben zu deiner Frage, dass wir dann noch mehr sehen und ja, dass die Wahrheit, wenn das schon ja der Wahrheit ist, dann werden wir ja nach und nach die Wahrheiten dann erfahren. Vielleicht müssen wir sie aufmerksam suchen, aber die Wahrheit wird schon kommen. Und was würdest du jetzt ganz konkret eben Menschen raten, die jetzt aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in großer Angst und Sorge sind? Also zum Beispiel Sorge um ihr Unternehmen, Sorge um ihren Arbeitsplatz oder Sorge, wie sie überhaupt noch ihre Rechnung bezahlen können oder sich Essen kaufen können und so weiter. Was könntest du denen empfehlen, wie sie eben umgehen sollen? Ja, also ich würde sagen, wirklich, was ich schon kurz angesprochen habe, die Situation aus der höheren Sicht zu sehen und Vertrauen zu haben, dass es jetzt nur Phase ist und wenn diese alten Systeme brechen, werden auch gute, positive Systeme entstehen und wir sollten wirklich Vertrauen nicht, ja, kein Vertrauen verlassen, denn das Vertrauen an die positive Zukunft gibt uns große Kraft und ja, aus der höheren Perspektive das zu sehen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wir sitzen alle in einem Boot, ja. Ich bin auch in Kommunismus aufgewachsen und ich weiß, was das bedeutet, wirklich fast nichts zu haben. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du in so ein Geschäft gehst und du kannst vielleicht nur Brot und Butter kaufen und Käse und nichts viel. Also ich bin auch kein Sternchen, der nur so redet. Also ich habe wirklich einiges erlebt und vielleicht kann die Menschen auch aufmuntern, als ich da gelebt habe in der Tschechei, in diesem stark kommunistischen Land, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wir werden wahrscheinlich aus diesem Land nie ausreisen können. Wir dürfen, wir hatten überhaupt keine Meinungsfreiheit gehabt. Es war wirklich schlimm. Wir haben in der Schule auch so manipulierte Sachen gelernt. Also wir müssen wirklich aufpassen, was wir sagen. Also das war nicht schön und viele Menschen haben auch probiert, zum Beispiel nach Deutschland über die Grenze zu fliehen. Viele wurden auch sofort an der Grenze erschossen und das haben wir alles mitbekommen. Und ich selbst damals habe ich auch gedacht, wir werden wahrscheinlich nie aus dieser Situation rauskommen. Ich habe aber damals auch noch nicht das Bewusstsein gehabt, was jetzt. Aber
wir waren in diesem kollektiven Bewusstsein, wir werden so bleiben, das wird so bleiben, wir können eh nichts ändern, da wird nichts gehen. Und eines Tages habe ich auch Fernsehen angeschalten. Wir haben natürlich nur zwei Programme, ein war Tschechisch, zweiter war Slowakisch. Und jetzt sehen wir alle mit vollem Staunen in den Nachrichten, dass in Prag diese Wende war, also die Demonstration, oder das war alles natürlich schon jahrelang vorher vorbereitet. Und dann haben die zu uns gesagt, unsere Regierung wurde verhaftet. Dann hat sich die Regierung für die ganzen Jahre entschuldigt. Und wir haben überhaupt nicht geglaubt, dass sowas passiert. Und auch vor allem meine Eltern, die so 40 Jahre oder noch länger so gelebt haben nach dem Krieg. Und wir konnten überhaupt nicht glauben, dass so eine Wende kommt. Und ich habe so eine kleine Wende sozusagen erlebt. Und du sagst, es ist möglich, auch wenn wir das vielleicht nicht geglaubt haben. Und jetzt geht um große Wende, um globale Wende. Und die wird auch bestimmt kommen. Ja, also ich sage es, wenn die kleine geht, dann wird die große auch gehen. Und damals war das für uns auch absolut unglaublich, dass wir das erleben. Also, und dann kamen halt die Menschen, die vorher im Gefängnis waren, ebenso wegen der Meinungsfreiheit, weil sie halt immer so gegen diese Politik waren. Und dann kamen die halt in die neuen Systeme. Also da hat sich so viel verändert, obwohl wir das auch nicht geglaubt haben. Aber eines Tages kam die Wahrheit raus. Und deswegen bin ich auch in diesem Fall so positiv. Es geht jetzt halt um das Globale, aber ich bin weiterhin positiv und egal mit welchen spirituellen Lehrer oder Menschen ich unterhalte, die bekommen alle die gleiche Nachricht, genauso wie du von oben. Genau. Wir sollen weiterhin vertrauen, das ist nur eine Phase und nach dieser Phase wird dann wirklich alles besser und anders funktionieren. Die neuen Technologien, die es schon vorbereitet sind, dürfen wir dann endlich nutzen. Und ja, ich glaube auch, diese ganze Sache auch mit Öl und diese ganze Geschichte wird vielleicht diese Menschen, die Technologien immer noch nicht rausrücken möchten, vielleicht auch zwingen, die Technologien endlich mal der Menschheit zu geben. Also viele Lichtwesen. Ja, es gibt, also es gibt, ja. Ich habe auch letztens mit einem gesprochen, der hat eine Erfindung gemacht. Das ist so ein, ich glaube, so eine Art Tontopf und der, wenn man den, also auch mit freier Energie arbeitet der, ne? Wenn man den in einen Raum stellt, dann hält der die Raumtemperatur konstant bei 20 Grad. Und solche Sachen gibt es wirklich unendlich viele solche Erfindungen und Entwicklungen, nur die wurden halt bisher immer unterdrückt. Ne? Genau. Und die werden, aber die sind mittlerweile, sind es so viele, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Ne? Auch das wird jetzt kommen. Also auch diese Abhängigkeit von Öl und Gas und so weiter, das wird auch alles, das werden wir alles nicht mehr brauchen. Ne? Ja, genau. Es auch zum Beispiel Gold, also jetzt kaufen viele Menschen Gold und so weiter. Laut der Plejada, ich will mich jetzt nicht auch so zeitlich irgendwie da festhalten, aber sie sagen, spätestens in 10 Jahren oder ja, 19 oder 10 Jahren werden überhaupt keine Währungsmittel da und das Gold wird der Erde wieder zurückgebracht. Denn Gold sind eigentlich Meridiane der Erde und die Erde wird dann wieder heilen können. Und vielleicht wollte ich noch den Menschen sagen, zu deiner letzten Frage. Wir Menschen haben unglaublich große Manifestationskraft. Wir sind unter allen anderen außerirdischen Völkern so bekannt, dass die Menschen unglaublich große Manifestationskraft haben. Und unsere heilige Raum im Herzen, das wissen bestimmt viele, aber viele vergessen das. Durch diesen Raum haben wir Zugang zu der göttlichen Energie und zu allen Möglichkeiten, die wir haben.
Und in diesem heiligen Raum befindet sich auch freie Energie. Und in diesem Raum haben wir Zugang zu dieser freien Energie da draußen und Zugang zu allen Möglichkeiten. Deswegen muss ich wieder zurückkommen. Jeder muss bei sich schauen, wenn man sich selbst aushält, wenn man sich selbst befreit, dann befreit man die ganze Welt. Man ist durch eigene Befreiung oder Ausheilung an diese wundervolle Kraft, die wir überall um uns herum haben. Und wir können dann so viel erschaffen und unsere Gedanken werden dann wahr. Und das sehen wir auch jetzt, wenn wir uns was vorstellen, dass wir jetzt sehr schnelle Ergebnisse erreichen. Also wir werden immer stärker. Also jeder, es geht kein Weg vorbei. Wir müssen einfach bei sich selbst anfangen. Ja, total. Wir können die Menschen unterstützen, wir können helfen. Ich mache das auch natürlich durch meine verschiedenen Beiträge und alles, dass ich die Menschen auch ermutige, dass wir energetisch arbeiten, dass wir wirklich alles Negative abgeben und die positive Kraft zu uns holen. Aber jeder muss sich für sich selbst entscheiden. Ja. Das können wir den anderen nicht leider, das können wir nicht wegnehmen. Genau, und das ist auch etwas, was so wertvoll ist, ne, dass wir uns daran erinnern, dass wir können ja nicht immer die äußeren Umstände verändern, aber alles, was in unserem Leben passiert, was in unserem Einflussfeld ist, das können wir so positiv verändern, wie wir das möchten. Ne? Ja. Und da haben wir wirklich alle Möglichkeiten, wie du es sagst. Ne? Weil ich habe zum Beispiel als Kind, ich wollte schon immer Bücher schreiben. Und ich habe aber nie gedacht oder nie gewusst, wie ich das irgendwie dann mache. Gell? Aber das war immer so mein Wunsch. Und ich wollte auch immer Menschen heilen. Und das war immer so mein größter Wunsch. Und das ist mir auch alles in die Erfüllung gegangen. Also ich darf das jetzt machen, weil ich immer diese Vorstellung hatte, immer diesen Ziel vor Augen. Und ich habe gewusst, das werde ich schaffen, das mache ich. Das ist mein Ziel. Und so bin ich immer gegangen durch mein Leben. Und jetzt bin ich da, schreibe Bücher und kann den Leuten helfen. Genauso wie ich es wollte. Also es geht immer um unsere Entscheidung. Und wie ich gesagt habe, ich bin wirklich in Nähe Riesengebirge aufgewachsen, in kleinen Städtchen. Und nach Deutschland kam ich mit 2 Taschen, mit dem Zug. Und das war alles sehr, das war alles, was ich hatte, meine 2 Taschen. Mehr habe ich nicht gehabt. Und ja, aber ich habe immer diesen Ziel vor Augen gehabt und dann ist es auch gelungen. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr schön. Ja, liebe Pavlina, ich danke dir für dieses schöne Gespräch und für die Weisheit, die dich fließt und die durch dich in die Welt kommt. Hast du noch einen Abschlusssatz oder eine Abschlussbotschaft für unsere Zuschauer und Zuhörer? Ja, also ich wollte noch sagen, dass wir anfangen sollten, uns selbst zu lieben, dass wir die Selbstliebe und Wertschätzung zu uns wieder finden sollten, denn die menschliche Geschichte, wie ich auch kurz gesagt habe, wurde so manipuliert und unsere Erinnerungen wurden auch so manipuliert, dass wir schlecht über uns denken. Und wir tragen uns in uns so viel Schuldgefühl. Und wenn wir uns schuldig fühlen oder wenn wir uns nicht gut genug finden, dann finden wir natürlich die Selbstliebe zu uns nicht und dann sind wir von der großen Liebe da draußen abgetrennt. Wir fühlen uns alleine. Und vielleicht ist die Selbstliebe ja der erste Schritt ebenso bei dieser Heilung.
Denn ich kenne noch nicht viele Menschen, die wirklich sagen können, ich liebe mich bedingungslos, also im positiven Sinne, ohne Egoismus. Wir sind alle auf dem Weg. Ich habe auch sehr lange dafür gebraucht, weil ich wurde auch immer kleiner gehalten in dem Staat, wo ich aufgewachsen bin. Ich musste auch über mich dann hinauswachsen. Mhm. Also vielleicht ja, bei der Selbstliebe anzufangen. Ja, das ist eine wundervolle Inspiration. Vielen Dank. Schön, danke für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Danke, danke. Dazu habe ich auch noch das kostenlose Online-Seminar oder Webinar zu Selbstliebe gemacht. Ja, super. Kann ich auch empfehlen. Okay, das packen wir unter diesen Beitrag. Ne? Mhm, genau. Okay. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat unser Gespräch auch so gut gefallen wie mir. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Und ja, alles, alles Liebe. Kümmert euch um die Selbstliebe. Das ist so wertvoll und so wichtig. Und einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Danke. Dank für die Einladung. Danke, Pavlina. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.